Als Professor Dr. Michalsen und ich uns das erste Mal kennengelernt haben, war dieses Gespräch, und ich bin jetzt 6 Jahre Vorstand der Reformhausgenossenschaft und kenne das ganz oft, nämlich dieser Satz, aber Reformhaus ist doch ein bisschen angestaubt, oder? Kennen Sie auch, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber mit dem angestaubt, das hat zwei Aspekte. Ein Aspekt von angestaubt ist sehr positiv, weil angestaubt heißt Heimat, Herkunft, Zugehörigkeit. Bei den so in meinem Alter hier im Raum befindlichen, wie sehen die Fotos ihrer Kindheit in einem Album, sind die noch geklebt, die sind nicht irgendwo in der Cloud, sondern tatsächlich noch im Album, sind höchstwahrscheinlich schwarz-weiß, manche schon ein bisschen vergilbt, haben Ecken, sind angestaubt. Das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, und ja, so eine junge Branche wie Reformhaus mit 130 Jahren Jubiläum hat natürlich ein bisschen was von diesem Sternenstaub, und den wollen wir auch gar nicht ablegen, weil das sind unsere Wurzeln. Und als wir uns getroffen haben und dieses Thema auch Naturheilkunde natürlich zum Thema wurde, habe ich so ganz keck gesagt, naja, Herr Professor Dr. Michalsen, wir sind die Großmutter von allen. Auch was das Naturheilkunde-Thema angeht. Er schmunzelte wie jetzt auch. Ja, und daraus ist bis jetzt eine ganz wunderbare Freundschaft schon entstanden in der Zusammenarbeit. Das Immanuel-Krankenhaus hier in Berlin und der FEBU, der ja auch seinen Sitz in Berlin hat und jetzt ProVec heißt, sind die Initiatoren des VetchMed-Kongresses, der letztes Jahr stattgefunden, sehr erfolgreich, nächstes Jahr stattfinden wird, ist Europas größte Konferenz für die Verbindung von vegetarisch-veganer Ernährung mit Medizin. Und Herr Professor Dr. Michalsen ist einer der ausgewiesenen Experten. Und ich freue mich absolut, dass Sie heute hier sind, und die Bühne ist Ihre. Vielen Dank. Bis Viertel vor, ne? Mit Fragen oder? Ja. Genau, schönen guten Tag meinerseits. Ich guck mal, funktioniert die Technik? Ja, sie funktioniert. Ich will Ihnen so ein paar Schlaglichter, ein paar Einblicke geben in die Naturheilkunde. Vieles kennen Sie vielleicht auch. Wenn Sie es noch mehr interessiert, verweise ich auch immer auf das Buch. Da sind dann noch mehr Details beschrieben, weil ich kann jetzt eben auch, ich werde ein paar Dinge anreißen, und wenn Sie medizinische, gezielte Fragen haben, dann haben wir die sehr gute Situation, dass wir eben am Immanuel-Krankenhaus auch eine Ambulanz haben, und das ist auch eine Hochschulambulanz von der Charité, und das wiederum hat den Vorteil, man kann dann mit einem Überweisungsschein, wenn das der Hausarzt oder Hausärztin ausschreibt, sich einfach dort beraten lassen. Das ist uns eben auch ganz wichtig, und auch für die stationäre Therapie. Ne, wir haben 60 Betten, das ist alles für alle Menschen, ne, für alle Versicherte, das ist keine Privatinstitution. Privatpatienten können auch, die dürfen auch rein, aber wie gesagt, es ist für alle offen. Das ist mir immer ganz wichtig, das vornweg zu sagen. Ja, und fangen wir an. Die Tabellen, die ich da zeige, oder Kurven, die müssen Sie auch, das wäre zu ermüden, die müssen Sie jetzt nicht im Detail studieren. Ich sage Ihnen immer die Überschrift, die quasi damit zusammenhängt. Und hier ist es quasi nicht die Überschrift, sondern diese Zahl. Das Herzinfarkt und Schlaganfall sind wirklich sehr, sehr häufige Erkrankungen, die ja auch, ja, die wir auch irgendwie alle fürchten. Und man glaubt es also nicht, bei Schlaganfall ist es 80%. Bei Herzinfarkt 90%, dass wenn man alle Risikofaktoren des Lebensstils zusammenrechnet, Ernährung nicht so gut, Rauchen, Bewegungsmangel, Stress und sowas, dann erklären diese Faktoren 90% oder 80% aller Erkrankungen. Und für die Gene, für das Schicksal, bleibt nur 10% oder 20% zurück. Das heißt, die gute Nachricht, die eigentlich dahinter liegt, das ist ja immer die Frage, ja, man ist ja immer der Spielverderber, wenn man sagt, ja, man soll sich bewegen und gesund ernähren und so. Man bekommt ja einen Gegenwert. Ne? Der Nachteil bei dieser Sache ist, das nennen wir den Belohnungsaufschub.
wenn Sie einem heute 20-Jährigen oder 15-Jährigen sagen, Mensch, wenn du dich gesund ernährst, hast du in 50 Jahren keinen Schlaganfall. Das ist nicht so attraktiv. Das ist die Problematik. Dann werden wir alle älter und dann irgendwann so, ja, vielleicht mit 60 sagt man, ach, ist vielleicht doch ganz gut, mich gesund zu ernähren. Da ist natürlich auch schon viel Zeit vergangen. Also insofern, es ist nie zu spät, aber je früher doch, desto besser. Das kann man schon sagen. Bei der Ernährung ist es irgendwie ganz einfach, aber auch immer mal wieder ganz kompliziert. Wir sind da sehr verwirrt worden die letzten 10, 20 Jahre. Ich will Ihnen da ein paar ganz unumstrittene Sachen sagen. Das erste ist, dass wir wissen, je pflanzlicher, also je vegetarischer, je veganer, desto gesünder. Und das zweite, was wir ganz lange schon wissen, es gibt ein paar Ernährungsformen, die sind wissenschaftlich gesehen sehr, sehr als gesund belegt. Und das eine ist die Mittelmeerernährung, die mediterrane Ernährung. Und da gibt es immer eine Verwirrung, dann heißt es immer, ja, Mittelmeerernährung heißt viel Fisch essen. Das haben die Studien nie belegt. Die Studien haben immer nur gezeigt, je mehr Gemüse man isst, je mehr Nüsse man isst, je mehr Olivenöl man verzehrt, je mehr Salat, Obst, Rohkost man verzehrt, desto gesünder. Aber eine ganz, ganz wichtige Änderung hat diese Mittelmeerkost erbracht. Bevor es diese Mittelmeerstudien gab, hat man gedacht, Fett ist böse. Also grundsätzlich, alles was Fett ist, ist irgendwie schlecht. Das kam natürlich daraus, dass man wusste, Wurst ist nicht so gut oder Butter ist nicht so gut. Man hat dann alles in einen Topf geschmissen. Und heute wissen wir sehr wohl, es gibt Öle, es gibt Fette, gerade aus Nüssen, Walnüsse, Avocados, Olivenöl, die sind sehr, sehr gesund. Da kann man eigentlich gar nicht genug von essen. Also nicht Fett ist schlecht, sondern es kommt darauf an, welches Fett. Und wenn man diese Mittelmeerkost so durchführt, dann hat man übrigens auch für Demenz, Alzheimer, auch also für wirklich sehr viele Erkrankungen einen Vorteil. Ich würde niemals sagen, da muss man auch aufpassen, sind auch immer wieder Patienten, die sagen, Mensch, ich habe mich gesund ernährt und ich habe mich bewegt und jetzt habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Es bleibt dieses 10-20% Restrisiko, was der liebe Gott oder die Gene oder was auch immer wir dafür verantwortlich machen. Das muss man natürlich auch wissen. Aber wenn man das, sagen wir mal, ganz konsequent macht, dann kann man auch, wenn man krank ist, noch sehr viel erreichen. Das ist Dean Ornish, der wurde dann später sehr berühmt, vom Leibarzt von Bill Clinton und verschiedenen wichtigen Leuten. Und der hat gesagt, bei Herzkranken, die so krank sind, dass man sie nicht mal mehr am Bypass operieren kann, da mache ich mal was ganz Radikales. Denen sage ich, sie sollen sich vegan ernähren, sie sollen täglich meditieren, eine halbe Stunde, sie sollen täglich eine Stunde einen Spaziergang machen. Und die andere Gruppe hat man wie bisher bei den Kardiologen belassen. Und dann sah man Folgendes, das ist im Herzkatheter die Verengung an den Herzkranzgefäßen. Und die Verengung, die wurde in gewissen Anteilen rückläufig an den Herzkranzgefäßen. Das war eine Sensation, die Verkalkung wurde weniger. Und bei der anderen Gruppe, wie man sich's denkt, ne, da sieht man also da, hoppala, da steigt es an. Also das heißt, Ornish war ein Radikaler, aber das ist, wenn man krank ist und man sagt, ja Mensch, gibt's noch was anderes außer Bypass, außer Stent, außer Medikamenten, dann war das die Botschaft. Und auch werden wir oft gefragt, ja kann man denn Medikamente ersetzen durch Ernährung? Das ist eine schwierige Frage, es gibt manche, wenn Sie jetzt einen Herzinfarkt erlitten hatten, also dann sollte man eine gewisse Anzahl Medikamente einfach einnehmen, für die belegt ist, dass sie Schlimmeres verhüten. Aber tatsächlich, das ist eine Studie, die hat mal ein Amerikaner 2003 gemacht. Hier sind die Medikamente, Statin, das ist so ein Fettsenker, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und das andere war eine vegane Ernährung. Und dann sah man den Cholesterinspiegel und die Entzündungswerte und die vegane Ernährung war genauso gut wie der Fettsenker. Also es bleibt schon so ein bisschen, dass man das, wir haben es ein bisschen selber in der Hand. Es ist aber auch ganz okay, also wenn man jetzt sich für Medikamente entscheidet, ich habe das oft die Situation, Menschen mit Bluthochdruck und dann sage ich, ja, da können Sie Rote Beete,
Orangensaft trinken, Hibiskustee trinken, Walnüsse essen, sich vegan ernähren und dann winken die ab und sagen, ah, da nehme ich lieber mein Ramipril, mein Medikament. Dann sage ich, ist okay, das ist absolut. Wir leben ja in einer Zeit, wo man das quasi ja auch für sich selber persönlich entscheiden kann. Wenn man nochmal schaut, was wäre denn das Optimale? Können wir alle gesund alt werden? Also das Problem ist ja, wir werden heute immer älter, aber wir werden nicht später krank. Na, also früher sind die Leute so mit 50, begann so Arthrose und Bluthochdruck und dann sind die Menschen im Schnitt mit 70 gestorben. Heute leben wir bis 90, aber die Arthrose beginnt immer noch mit 50. Ja, das heißt, wir sind jetzt 40 Jahre lang krank. Und das ist natürlich nicht so wünschenswert. Dann hat man geguckt, wo auf der Welt gibt es denn eigentlich Regionen, wo die Leute sehr alt werden und sehr lange bis, sagen wir mal, ein paar Minuten vorm Tod gesund bleiben. Süditalien, Costa Rica, Okinawa. Und dann hat man geschaut, was machen die? Und es waren immer drei Faktoren. Das erste ist, sie haben sich fast alle pflanzlich überwiegend ernährt. Wenn da mal ein Fisch gefangen wurde, wurde der schon gegessen. Oder wenn mal ein Feiertag war, wurde wie bei uns früher der Sonntagsbraten gegessen. Aber mehr nicht. Wenig Milch. Dann haben sie sich sehr viel bewegt. Ganz natürlich. Die sind nicht ins Fitnessstudio, sondern das waren Berufe, wo man sich bewegt hat. Und sie hatten wenig Stress, weil sie eine schöne soziale Gemeinschaft hatten. Das sind die drei Faktoren, die wohl entscheidend sind. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich würde gerne 100 Jahre alt werden und davon das meiste in Gesundheit verbringen. Auch eine tolle Studie, da hat man Indianer, die ist jetzt vom März, da hat man Indianer aus Bolivien, Aborigines, die man bisher noch, die waren völlig abgeschieden von der Zivilisation. Und eine Forschergruppe hat die dann getroffen und die waren so nett und haben sich dann in ein Kernspintomogramm Grafen legen lassen. Denn so mobilen hat man da in den Amazonas gefahren und da hat man diese Amazonas-Indianer untersucht und hat mal geschaut, wie schaut deren Herz aus, wie ist deren Gewicht, wie ist deren Blutdruck. Und dann hat man es verglichen mit Amerikanern, Nordamerikanern. Und jetzt sah man Folgendes, das ist total spannend. Das ist der Herzkalk, das was zu Herzinfarkt führt oder zu Schlaganfall. Und da sehen Sie bei diesen Indianern, 45 Jahre, 64 Jahre, 74 Jahre, 84 Jahre, die kriegen keinen Herzkalk. Die kennen keinen Herzinfarkt, keinen Schlaganfall. Die werden auch nicht dicker mit dem Alter. Die kriegen auch keinen Bluthochdruck mit dem Alter. Die kennen auch keinen Altersdiabetes. Und hier sehen Sie die Amerikaner. Na, da geht es halt hoch. Das heißt, wir wissen sehr genau, wenn wir, sagen wir mal, unseren Genen entsprechend leben würden, dann können wir nicht alle wieder am Amazonas, vielleicht wollen wir auch nicht in solchen Hütten leben. Ne? Das ist auch klar. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, was geht oder was ginge. Ja, und nochmal, da gibt es viele Studien, hier zeige ich, es ist, wenn wir auf die Ernährung schauen, ist immer ganz wichtig, diese Legenden, lassen Sie sich nicht von diesen Legenden verwirren lassen. Also eine hatte ich erzählt, Fett ist nicht böse. Es kommt darauf an, welches. Das zweite ist Eiweiß. Ums Eiweiß wird auch so ein Kult gemacht. Wenn jetzt jemand sich vegan ernährt, heißt das, ach, Eiweißmangel, ganz schlimm. Ne? Keine Muskeln und so. Das ist Unsinn, das ist kompletter Unsinn. Man weiß aus diesen Studien auch, dass pflanzliches Eiweiß viel gesünder ist als tierisches Eiweiß. Wer sehr viel tierisches Eiweiß zu sich nimmt, erhöht sein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Ich will es jetzt nicht komplett verteufeln. Es ist, wenn jemand sehr wenig tierisches Eiweiß zu sich nimmt, etwas Käse, etwas Milch, und wenn es vielleicht wie früher gewesen wäre mit dem Sonntagsbraten, dann hat man kein erhöhtes Risiko. Aber das, was hier draußen passiert, was bei uns passiert, das ist nicht gesund. Bei Typ 2 Diabetes auch, das sind die sich vegan in dieser Studie ernährt haben und das ist so ein Zuckerwert. Und man sieht also immer das Gleiche wieder, je veganer bei diesen Stoffwechselerkrankungen, desto gesünder. Und hier ist ein I zu viel, aber nochmal das Fett. Eine Studie aus Spanien mit über 7000 Teilnehmern,
und die waren am meisten vor Herzinfarkt und Diabetes und Alzheimer geschützt, die sehr, sehr viel Olivenöl zu sich genommen haben. Eine Menge, die ich selber nicht so angenehm finde, 1 Liter pro Woche, das ist echt viel. Also selbst wenn Sie dann über jedes Gemüse was kippen, also Sie müssen gar nichts. Ich will nur sagen, in dieser Studie war es eben so, dass man das sehr reichlich verwendet hat. Ich finde es etwas einfacher mit 30 Gramm Nüssen pro Tag. Oder vielleicht auch 1,5 Liter Olivenöl und 15 Gramm Nüsse. Na, dann haben Sie es ungefähr auch. Also zusammenfassend zur Ernährung. 3 Sachen, die ich immer gerne mitgebe. Fett ist nicht schlecht. Eiweiß ist gar nicht so wichtig, wie wir denken. Und wenn, dann ist pflanzliches besser als tierisches. Und diese ganze Diskussion um Zucker, die derzeit ist, die kann man eigentlich auch zusammenfassen. Bei den Kohlenhydraten, Zucker gehört zu den Kohlenhydraten, ist auch wieder was Ähnliches. Es gibt jetzt Menschen, die kriegen schon Panik, wenn sie ein Brot sehen. Und wir haben auf einmal Zahlen von Glutenunverträglichkeit, das haut nicht hin mit dem, was man medizinisch an Häufigkeiten hat. Auch da wieder genau hinschauen. Ein Vollkornbrot ist ein sehr gutes Lebensmittel. Es gibt Menschen, die vertragen Gluten wirklich nicht, die sollen das meiden. Aber nicht, dass wir jetzt auf die Idee kommen, Vollkornbrot oder Vollkornnudeln nicht mehr zu essen. Das ist sehr, sehr gesund, das weiß man auch. Aber es ist natürlich nicht gesund, wenn Sie so einen Becher Eiscreme essen. Das kann man mal machen, aber halt nicht jeden Tag. Ne? Und das Hauptproblem ist letztlich, dass Zucker heute bei sehr, sehr vielen Lebensmitteln einfach beigemischt wird. Auch da immer mein Appell, wenn Sie es sich finanziell leisten können, kaufen Sie Bio-Sachen in Bio-Qualität, egal was Sie nehmen, ob Ketchup oder eine Tiefkühlpizza, gucken Sie mal in einem konventionellen, auf eine konventionelle Verpackung, was dabei gemischt ist, und dann gucken Sie auf das Bio-Produkt, und das ist so ein Verhältnis. Ne? Also das ist die Zusammenfassung, und wenn Sie jetzt sagen, okay, das weiß ich jetzt mit dem Essen, dann ist die andere Frage, was ist mit Nicht-Essen, was ist mit Fasten? Und Fasten ist auch sehr, sehr gesund. Da besteht auch kein Zweifel. Und das ist von der Evolution her ja auch verständlich. Also ich versuche oft auch quasi mir zu überlegen, ja, unsere Gene, das müssen Sie sich vorstellen, sind hunderttausende Jahre alt. Die verändern sich ganz, ganz langsam nur. Und natürlich vor hunderttausend Jahren, unsere Vorfahren, die hatten nicht Frühstück um 8 Uhr, Mittagessen um 12.30 Uhr, Abendessen um 16 Uhr, Coffee to go um 15.30 Uhr und 3 Kekse zwischendurch. Das hatten die nicht. Und dementsprechend sind unsere Zellen auf dieses Programm auch nicht sehr gut eingestellt. Man muss jetzt und soll natürlich nicht dauernd fasten, aber wenn wir unserem Körper immer mal wieder Pausen geben, dann ist es nicht so, dass wir da verhungern oder dass wir da darben, sondern der Körper, fast alle Hormone im Körper finden das super gut. Und Menschen, die dann eine Hormonregulationsstörung haben, bei Diabetes beispielsweise, da erholt sich dann das System. Also Fasten ist gut und es ist bewusst und freiwillig, es ist natürlich nicht Hunger. Aber vielleicht auch nochmal eine wichtige Sache, wenn Sie fasten oder ich sage auch gleich nochmal intermittierend fasten, also zwischendurch einfach mal Pausen einlegen. Wir haben es alle ein bisschen verlernt zu unterscheiden, was ist eigentlich Hunger und was ist irgendwie Appetit, weil gerade ein Bäckerduft uns anweht. Ne? Also beim Fasten, ich glaube, der größte Vorteil ist, dass wir wieder ein Gespür dafür kriegen, wann wir wirklich Hunger haben. Also viel, und was Sie auch nicht vergessen dürfen, ist, dass viele der... Also ich will jetzt nicht alle modernen Ernährungsmittel schlecht machen, aber viele davon haben was Suchtmachendes, Kombinationen von Zucker und Fett beispielsweise. Und wenn Sie jetzt quasi Mittag gegessen haben und dann essen Sie um 15 Uhr ein Stück Kuchen mit Schlagsahne oder eine Eiscreme und Sie haben um 18 Uhr so ein komisches Gefühl im Bauch, das ist kein Hunger, das ist ein komisches Gefühl. Das ist quasi... Das sind die Hormone, die Appetithormone, die durch diese Zufuhr durcheinander gekommen sind. Und das ist ganz gut, wenn man das einfach weiß, dass man da nicht impulsiv sagt, ja, jetzt muss ich wieder was essen, sondern dass man sagt, jetzt gucke ich da mal zu. Ja, trinkt man ein Glas Wasser oder ein Glas Tee und dann stellt man auch fest, okay, das geht wieder weg.
dann kann es wohl kein Hunger gewesen sein, wenn es wieder weggeht. Ne? Oder auch Darmgrummeln. Viele Menschen denken, oh, der Bauch grummelt. Das ist ein Reinigungsreflex im Darm. Das ist quasi die Zimmerreinigung, ne, wo ein Dünndarmreflex ist. Also nicht, wenn der Bauch grummelt, heißt das nicht, man muss gleich was machen. Ne? Es ist halt auch in das Fasten und dann gibt es wahnsinnig viele Fastenmethoden, aber da kann ich sagen, es ist relativ unkompliziert. Letztlich geht es nur um das Nicht-Essen. Ob Sie da jetzt, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, ob Sie da jetzt abführen oder Einläufe machen oder Reisschleim oder Saft fasten, das ist alles, sagen wir mal, also erst kommt das Fasten und dann ganz unten kommt die Methode. Es geht erstmal nur ums Nicht-Essen. Und wenn Sie nicht essen, ne, also hier ist das Normale, dann reagiert, das sind so lauter Hormone, die müssen Sie jetzt auch nicht lesen, also die reagieren dann sofort, spätestens nach 12, 14 Stunden, wenn wir nichts essen, kommt eine große Körperanpassung in Gang. Und diese ganzen Pfeile, ne, Insulin geht runter, Serotonin, das Glückshormon geht hoch, das sind letztlich alles positive Veränderungen. Das ist ein Faktor, Gehirnwachstumsfaktor. Man weiß, dass das durchzieht sich durch die ganze Forschung, von Mäusen bis Menschen. Wenn man öfters fastet oder lange Mahlzeitenpausen macht, reduziert man sein Risiko für Alzheimer, für den Tod von Gehirnzellen massiv. Da ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, da entstehen Ketonkörper. Also da wird dann Fett abgebaut vom Körper, die Fettreserven, die Röllchen werden abgebaut, dann entstehen Ketonkörper und das ist ein Schutzfaktor fürs Gehirn. Aber nur wenn es selber der Körper veranlasst. Es gibt halt immer ganz verrückte Sachen. Da kam diese Forschung raus und jetzt gibt es in Amerika schon Drinks, wo Ketonkörper drin sind. Und dann steht da drauf, reduzieren Sie Ihr Risiko für Demenz. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Der Körper muss diese gesamten Prozesse in Gang setzen und Sie können diese Ketonkörper nicht trinken. Die gehen gar nicht durch die Blut-Hirn-Schranke nach oben. Aber wenn man das mit dem Fasten, also summa summarum betrachtet, das ist vielleicht jetzt auch schwierig zu lesen, aber Sie sehen hier zwei Linien, die eine ist weiter rechts, und der andere ist weiter links, bei Würmern, bei Bakterien, bei Mäusen. Und wir vermuten, dass das auch so bei Menschen ist. Wer regelmäßig fastet, lebt länger. Das kann auch nicht wissenschaftlich 100% belegt werden, weil so eine Studie, wenn wir die jetzt anfangen, die dauert 100 Jahre, wie Sie sich vorstellen können. Wenn wir so im Schnitt 80, 90 Jahre alt werden und wir denken, dass man durchs Fasten 110 wird, muss man jetzt 110 Jahre warten. Wir sind uns aber relativ sicher, dass das, was bei allen Organismen auf der Welt so läuft, dass das dann wahrscheinlich bei Menschen auch so ist. Und das sind nochmal diese ganzen Hormonregulationen, die da sind. Manche Erkrankungen, die behandeln wir heute auch mit Erfolg, mit Fasten, zum Beispiel das Rheuma, da sieht man dann, dass der Schmerz, der geht runter beim Fasten. Diese Menschen haben 10 Tage gefastet. Die Steifigkeit in den Gelenken wurde weniger. Wichtig aber nochmal, wir können das Rheuma nicht heilen durch Fasten, wir können es lindern. Wir können es besonders gut lindern, wenn man danach eine vegane oder vegetarische Ernährung zu sich nimmt. Aber damit kann man Schmerzmittel einsparen. Ibuprofen, Aspirin oder wie sie alle heißen, die braucht man dann weniger. Und beim Diabetes, da wurde das dann auch belegt, das ist so ein bisschen, das ist auch so schade bei der Ernährungsmedizin, es gibt halt so viel Irrtümer. Und da können Sie oder auch ich oder alle zu Recht sagen, das ist echt verwirrend. Jedes Jahr liest und las man was anderes in den Zeitungen. Und ich habe das auch noch mitbekommen, dass man Patienten gesagt hat, Zwischenmahlzeiten, ganz wichtig, Zwischenmahlzeiten. Ne? Also Diabetiker möglichst nochmal um 15 Uhr was, ne? Und um 10 Uhr. Und heute weiß man, das war genau das Schlechteste, was man Diabetespatienten raten konnte. Dann war es zwar einfacher, die Insulinmenge zu bestimmen zum Spritzen, aber das war auch die einzig positive Nachricht. Frau Professor Kaleova aus Prag hat eine Studie gemacht und da sehen Sie einfach, diese Balken sind ganz unterschiedlich und sie hat bei einer Gruppe gesagt, bitte esst nur zweimal am Tag.
frühstückt so irgendwann um 10 Uhr, packt alles auf einmal rein und dann esst er nochmal so um 16 Uhr den zweiten großen Haufen, jeweils 1000 Kalorien oder 1200 Kalorien. Esst nicht weniger, sondern nur alles auf einem Haufen. Und die andere Gruppe sollte das so machen, wie man es früher gesagt hat, Zwischenmahlzeiten. Und bei dieser anderen Gruppe war alles schlechter nach mehreren Wochen. Das heißt also, es gibt schon gar klare Hinweise, es wäre gut, wenn wir schon mal essen, dann sollten wir richtig reinhauen und auch richtig satt werden. Und ich empfehle zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber nicht auf meine Süßspeise verzichten, dann würde ich jetzt nach dem jetzigen Stand sagen, dann essen Sie das ganz klassisch als Nachtisch hinterher, dass Sie sich danach wirklich fast den Bauch halten müssen und sagen, boah, bin ich satt, ne? So, das wäre gut. Und dann lassen Sie Ihrem Körper aber auch eine lange Pause. Und dann gibt es halt ganz viel jetzt mit Intervallfasten. Da kann ich Ihnen quasi nur mitgeben, derzeit weiß keiner, ob eins besser ist als das andere. Also da gibt es jetzt 2 Tage Fasten, 5 Tage Essen, 1:6. Und ich würde sagen, ausprobieren. Ich persönlich finde immer noch am einfachsten das hier, das verlängerte Nachtfasten. Also dass man, nachts fasten wir alle. Ganz selten stellt jemand den Wecker um 3 Uhr und plündert den Kühlschrank. Das gibt es auch, aber es ist sehr selten. Das heißt, da haben wir schon mal 7-8 Stunden. Und jetzt können Sie quasi den Vorbau verlängern oder den Nachbau. Ne? Das heißt, Sie könnten sagen, ja, dann frühstücke ich morgens mal nichts, trinke nur einen Kaffee, ganz klein bisschen Mandelmilch rein, kein Zucker rein und dann esse ich richtig ordentlich Mittag. Oder jemand anders sagt, nee, ich frühstücke so gerne. Ich mache es anders. Ne? Ich verlagere mein Abendessen ganz weit vor, 16 Uhr, 17 Uhr, da lasse ich es mir richtig schmecken und dann 17 Uhr, dann hat man schon mal 7 Stunden bis 24 Uhr, ne? Und dann nochmal 8 Stunden bis zum Frühstück oder 7, dann ist man auch bei 14 Stunden. Man braucht ungefähr 14 Stunden Pause. Frauen 14, Männer wahrscheinlich 15, 16. Also da kann man auch gucken, was passt zum Leben. Es wäre jetzt sicherlich nicht klug, zu sagen, ich streiche jetzt das Abendessen und die Familie sitzt traurig abends da und sagt irgendwie, was ist mit Mama los, die ist jetzt nicht mehr mit uns. Das wäre jetzt sicherlich auch nicht gesund. Ne? Ja, dann das nächste große Thema, Superfoods. Gibt es denn super gesunde Lebensmittel? Da lautet die Antwort ja, aber es gibt sie. Aber ich würde nochmal zurückkommen und sagen, das Wichtigste ist, dass man sich einfach möglichst pflanzlich ernährt, vollwertig, also Vollkorn, gute Fette zu sich nimmt. Und wenn Sie dann Lust und Laune und Spaß haben, dann können Sie sich auch irgendwas kaufen. Aber ich bin jetzt, muss ich sagen, nicht so ein Fan von dieser Chiasamen, Gucci-Bären-Welle, weil es ist sehr teuer. Und bin aber doch ein Fan von den regionalen Superfoods. Leinsamen beispielsweise. Doppelblindstudie, wer 30 Gramm täglich Leinsamen zu sich nimmt, senkt seinen Blutdruck genauso stark wie mit einem ganz modernen Blutdrucksenker. Das ist nicht die einzig gute Wirkung von Leinsamen. Cholesterin verbessert sich auch. Verdauung ist gut. Also Leinsamen ist wirklich ein Superfood. Brokkoli ist sehr, sehr gesund. Das wissen Sie. Gelbwurz, Ingwer ist sehr gesund. Blaubeeren, sehr gesund. Walnüsse hatte ich schon erwähnt, super gesund durch diese Omega-3-Fettsäuren, die drin sind. Und lassen Sie sich übrigens auch nicht ins Boxhorn jagen, wenn Sie sagen, ja, die Omega-3-Fettsäuren, die müssen aus Fischöl kommen. Müssen Sie gar nicht. Wenn Sie genügend pflanzliche Omega-3-Fettsäuren essen und auch noch Gewürze dazu nehmen, dann baut der Körper die selber in die längeren Fischöle um. Also es ist nicht zwingend, dass man Eicosapentaensäure und diese längeren Fischöle zu sich nimmt. Ja, dann Linsen, Bohnen. Und da kann man, das machen wir dann auch bei uns, wenn jetzt jemand sagt, ja, Bluthochdruck, dann ist kein Schreck, gehen wir jetzt nicht alles durch, aber dann kann man sagen, Mensch, iss rote Beete, grüner Tee, Walnüsse, Pistazien, auch Blutdruck senkt, aber ungesalzen bitte. Man muss dann im Detail immer wieder ein bisschen aufpassen. Granatapfel, auch ein absolutes Superfood, aber ein bisschen teuer. Also da so ein kleines Fläschchen kostet meistens 4 Euro, wo ich denke, ja, das ist jetzt so suboptimal. Ne?
Und manchmal muss man eben auch schauen, ja, ist es auch nachhaltig, ist es ökologisch, ne? Zum Beispiel Quinoa mag gut sein, aber wenn die Bevölkerung in Südamerika es sich dann nicht mehr leisten kann, Quinoa zu essen, weil wir das alles wegfuttern, dann ist es auch suboptimal. Ne? Also so ein bisschen auch die Augen auf und gucken, was passt denn. Ja, Pflanzenheilkunde, da gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber das ist quasi die Verlängerung der Ernährung, dass man sagt, es gibt eben Gewürze, es gibt Pflanzen, die können wir auch noch nutzen. Und da würde ich einfach immer empfehlen, bei leichteren Beschwerden können Sie das auch mit Ärztin, Arzt mal absprechen und kann sagen, Mensch, geht da auch Johanniskraut, oder bei einer Erkältung muss es nicht immer Antibiotikum sein, da kann auch mal ein Thymiansaft helfen. Und dann kommen wir zu Pfarrer Kneipp, eine weitere Ikone der Naturheilkunde, unterschätzt, auch so ein bisschen verstaubt. Ne? Wer mal in Bad Wörishofen war, die besten Jahre, hat man so das Gefühl, die sind schon ein bisschen her. Aber an der medizinischen Wahrheit hat sich nicht viel geändert. Wenn wir kalte Reize, Kaltwasser oder Wechsel, kalt, heiß machen, das liebt unser Körper. Es gibt zum Beispiel auch Studien, wenn man Menschen, die Diabetes haben oder die Stoffwechselerkrankung haben, wenn man die täglich 4 Stunden in einen Raum bringt, wo es der nur 16 Grad hat, nicht wie bei uns 22 Grad oder 21, dann verbessert sich der Diabetes und dann verbessert sich der Stoffwechsel. Dann baut der Körper mehr braunes, gesundes Fettgewebe auf. Weil früher gab es keine Heizung. Das heißt, also auch da muss man immer denken, ja, was unsere Gene, die finden das halt nicht so gut, wenn wir bei 22 Grad den ganzen Tag auf dem Sofa liegen und Chips essen. Dafür sind die nicht gemacht. Das ist blöde, dass es so ist. Ich fände das ja auch andersrum sehr viel besser. Aber es ist halt so, ne? Und Pfarrer Kneipp, wie gesagt, der hat dann gesagt, ja, macht die Räume nicht so heiß, ne? Macht die ein bisschen kühl. Oder Sauna, eine Studie aus Finnland natürlich. Menschen, die fast jeden Tag kurz in die Sauna gehen, haben ein 50% reduziertes Risiko für plötzlichen Herztod durch Herzinfarkt. Jeden Tag in die Sauna gehen ist jetzt aber auch natürlich schwierig. Überwärmung genauso. Wir haben so eine Hyperthermie-Liege bei uns. Wenn man sich da einmal runterlegt, wird die depressive Stimmung mehrere Wochen besser. Wir wissen nicht genau warum, aber diese Reize, die mag der Körper. Bei der Kälte, hier sehen Sie Eisbader. Oder wir haben eine Kältekammer bei uns im Krankenhaus mit minus 105 Grad. Wie lange geht man da rein? Nicht lange natürlich. 1 bis 3 Minuten. Ne? Länger wär nicht so gesund. Aber dieser Reiz, dieser ganz klirrende Reiz, der ist gut bei Schmerzerkrankungen, bei Rückenschmerzen, der ist gut bei Diabetes. Also auch da spielen wir damit. Und dieses Prinzip, ich muss es jetzt einmal sagen, dieses Wort, das nennt man medizindeutsch Hormesis oder Reizreaktion. Und das kennen Sie alle. Und das ist nochmal so eine Botschaft, die ich Ihnen sehr gerne mitgeben will, dass Sie immer daran denken, unser Körper, der will so ein bisschen gekitzelt werden. Und übrigens die zweite Botschaft ist, auf den ganzen Tag auf der Couch liegen ist nicht gut. Marathonlauf ist auch nicht gut. Marathonlauf ist extrem ungesund. Sie kriegen Magengeschwüre, Sie kriegen mehr Herzverkalkung. Also wir müssen, sagen wir mal, schauen, dass wir ein Mittelmaß finden in dem, wie wir unseren Körper aussetzen, diesen Reizen. Bei UV-Bestrahlung auch so. Wir haben ja den Wahnsinn, dass keiner mehr in die Sonne geht und sich alle mit Lichtschutzfaktor 50 eincremen. Und dann wundern sich alle, dass der Vitamin-D-Spiegel erniedrigt ist und nehmen dann Vitamin-D-Tabletten. Das ist nicht vernünftig. Man soll keinen Sonnenbrand kriegen, damit man kein Hautkrebsrisiko hat. Aber eine gewisse moderate Sonnenbestrahlung ist sehr, sehr gesund. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Also auch da gilt es, das richtige Maß zu finden. Bei Bewegung, wie gesagt, da ist es auch klar, er macht's richtig. Da hat man mal eine Studie gemacht und hat die eine Gruppe von Herzpatienten, die hat man immer Herzkatheter gemacht, Stents und Ballons gelegt, und die andere Gruppe, die dann hat man so einen Crosstrainer nach Hause kostenlos geschenkt, transportiert und geschenkt, und nach einem Jahr war die Gruppe, die beim Kardiologen war, schlechter als die Gruppe, die
zu Hause täglich trainiert hat. Also mit Bewegung kann man sehr viel machen. Schon, und das ist auch nochmal das ist so eine Kurve, die sagt uns, den größten Nutzen hat man, wenn man vorher gar nichts gemacht hat und dann ein bisschen was macht. Dann freut sich der Körper sehr. Wie gesagt, ob Sie dann 3 Kilometer täglich spazieren gehen oder 5 Kilometer, das ist dann, wenn es Spaß macht, dann ist es toll, aber das muss immer gar nicht sein. Hoppla. So, dann, und am besten ist es noch, wir machen das in der Natur. Ach, schon wieder. Waldbaden. Dann, das wissen wir auch aus Studien, wenn Sie die Bewegung in der Natur machen, im Wald, dann ist der Effekt auf den Blutdruck, auf die Stresshormone noch viel, viel besser, als wenn wir hier draußen auf dem Asphalt diesen gleichen Sport machen. Deswegen ist es okay, dass es Fitnessstudios gibt, aber besser ist es, in den Park zu gehen. Dann komme ich langsam so zu den letzten Eindrücken. Wenn das dann alles selber nicht hilft, dann haben wir aber auch noch Naturheilmittel, die wir auch einsetzen. Das können Sie jetzt nicht selber machen. Hier so ein paar Beispiele. Blutegel ist immer so etwas für viele so, Igitt und Ekel und so. Aber die machen sehr viel Gutes. Wenn man Arthrose hat, wenn man Rückenschmerzen hat, sehen wir wirklich sehr gute Effekte. Ja, hier. Adalas, auch so etwas bei Bluthochdruck, was wir auch einführen. Und das letzte Thema, was ich jetzt noch erwähnen wollte, ist Stress. Bei Stress ist es halt auch so. Stress an sich ist etwas, das brauchen wir. Ohne Stress hätten wir alle nichts gelernt in der Schule. Na, so ist es. Unser Hirn hätte sich nicht entwickelt. Und ein Sportler muss trainieren, damit er Leistung macht. Aber auch da gilt das Gleiche. Das ist nicht so gut, wenn das 8 Stunden am Tag ist. Da kommt der Körper nicht so gut zurecht. Da ist das so eine Kurve, ein bisschen Stress ist gut. Und wenn es mehr wird, dann kommt auf einmal Angst, Depression, Erschöpfung. Und die meisten Menschen denken, ja, dann, was mache ich jetzt? Dann erhole ich mich. Ja? Und da gibt es halt oft dann Maßnahmen, die sind zwar nicht schlecht, es ist okay, sich abends aufs Sofa zu legen, wieder das Sofa, und eine Volksmusiksendung oder irgendwas anzugucken, aber das ist auch nicht wirklich Tiefenentspannung. Das hat Professor Benson aus Harvard herausbekommen. Der hat dann Leute meditieren lassen und der anderen Gruppe, der hat dann gesagt, lest ein schönes Buch oder hört Musik oder guckt fern. Und er hat immer das Gleiche gefunden. Die Meditation war viel, viel erholsamer als alles andere. Man muss nicht gleich mit der Meditation anfangen. Wer sagt, das ist mir zu, ich kann das nicht einfach nur sitzen und nichts denken. Das ist auch wirklich nicht einfach am Anfang. Der kann auch sagen, ich fange mal mit autogenem Training an. Oder für manche von uns ist es besser, erstmal mit einer Körperbewegung, Tai Chi oder Yoga, und dann sich zur Meditation vorzuarbeiten. Sport ist auch entspannend, aber was halt wichtig ist beim Sport, wir haben ja alle Stress auch oft im Kopf, wir haben diesen, man nennt es diesen Affenstall, diese Gedanken, die sich verselbstständigen, die können Sie natürlich, da können Sie noch so viel durch den Wald rennen, das müssen Sie auf andere Weise versuchen zu lösen, und das schafft man wirklich am besten mit der Meditation. Und da gibt es dann viele Studien, die klicke ich jetzt so durch, Yoga hier gegen Stress, Yoga gegen Rückenschmerzen, besser als jede Krankengymnastik. Meditation 8 Monate führt dazu, dass die Verkalkung an den Gefäßen beginnt, sich zurückzubilden, hier bei Schlaganfallrisikopatienten. Und das ist eine schöne Studie, da hat man Mönche des Dalai Lama, hat man unter so einen Kernspin gelegt und da hat man einen Schmerzreiz gemacht. Man hat den Finger in Eiswasser gesteckt oder hat eine dicke Nadel ins Gewebe gebohrt. Die waren einverstanden damit, mit diesem Versuch. Und dann hat man geguckt, was sagen die Schmerzzentren im Hirn. Und dann hat man normale Menschen drunter gelegt und das Gleiche gemacht. Und die normalen, nicht meditierenden, also jeder ist normal, aber die haben einfach nicht meditiert, die hatten doppelt so viel Schmerz. Und dann hat man diesen Menschen einen Meditationskurs kostenlos gegeben, spendiert, und nach 8 Wochen waren sie dann genauso schmerzgelindert um die Hälfte wie die Mönche. Also Meditation, ich weiß zwar nicht genau, was das ist, sagt die eine Mutter zur anderen, aber es ist sicher besser als rumsitzen und nichts tun. Das ist die vorletzte Folie. Das fand ich auch total spannend. Es gibt jetzt neue Studien, die sagen,
wenn wir den Körper an sich entspannen, dann entspannt sich eben auch der Körper. Also der Blutdruck, den können wir ja messen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch mal aufgefallen ist, aber wenn Sie gestresst sind, dann wird der Puls schneller. Und jemand, der Sport macht, der hat einen Sportlerpuls. Ja, das läuft ganz, ganz ruhig. Und man weiß zum Beispiel, je niedriger der Puls, desto länger die Lebenserwartung. Und ähnlich ist es mit dem Atem auch. Je langsamer wir atmen, desto weniger krank werden wir, vor allem für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und vermutlich je länger leben wir in gesunder Art und Weise. Und den Atem kriegt man am besten gesund wiederum durch so Dinge wie Meditation oder Yoga oder Pranayama oder Tai Chi. Und beobachten Sie sich mal, wenn Sie irgendwie in eine blöde Situation reinkommen, am besten beim Autofahren, da kommt jeder immer in blöde Situationen, sobald wir uns anspannen, ne, dann kommt diese kurze, flache Atmung und dann gewöhnen Sie sich eins an, Stopp sagen und einmal tief durchatmen. Ganz langsam atmen, damit Sie diesen Kreislauf durchbrechen. Dann komme ich zum Ende. So, da könnte jetzt auch 18 Elemente für die Gesundheit, aber dann wird es ja langsam auch unlustig, wenn es dann zu, das wird dann auch Stress. Sie sollten sich auch nicht stressen lassen durch gesund, man muss nicht gesund leben. Das meiste soll Spaß machen. Also pflanzliche Ernährung, öfters fasten. Bewegen, wer viel sitzt, bitte einen Stehtisch kaufen, das gibt es heute alles, ne? Man muss nicht auf dem Stuhl die ganze Zeit sitzen, wer im Büro ist. Kälte, Wärme, Meditation, Yoga, Heilpflanzen bei leichten Beschwerden, öfters in die Natur, und darüber habe ich jetzt nicht viel gesprochen, aber das ist auch nochmal ganz wichtig, schlafen. Ne? Schlafen Sie so viel Sie Schlaf benötigen. Ja, nicht nach dem Wecker leben, sondern nach dem, was Sie brauchen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann ist es wohl eine Frage der Atemtechnik, ob das alles gut geht mit dem Leben. Das sind unsere Erfahrungen, das ist auch meine Überzeugung. Aber nochmal, eine Garantie gibt es nicht. Aber wenn das Spaß macht, dann haben Sie nicht nur vielleicht ein längeres, gesünderes Leben, sondern einfach auch mehr Lebensfreude, eine schönere Lebensqualität. Und danke fürs Zuhören.